Herzlich willkommen bei Ossis Erzählplanet, heute mit unserem FG Marder. Ja, wir haben die gute Wettersituation ausgenutzt, ne? Nach so vielen scheiß Pisstagen, wo Regen, Schnee und alles war. Gut, die Wiese ist noch leicht klamm, aber das macht nichts. Ja, heute endlich mal nach langem mit unserem schönen FG Marder, dass das mal hier heute alles mal testen, das Fahrzeug, ne? Mal gucken, wie das so mit dem Federsetup ist, ne? Ob das hier mit der Getriebegeschichte alles so hält, das ist die Frage, ne? Denn hier Aluplatte, hätte ich mal gesagt, die Servoplatte inklusive der Alubrücke, die muss ja auch alles halten. Wir haben ja so viel in der letzten Zeit daran rumgetüftelt, ne? Dass das alles auch vernünftig sein muss. Ja, bisschen geputzt haben wir ihn vorher auch nochmal. Akku ist natürlich schön aufgeladen. Ja, somit würde ich auch sagen, da das mein erstes Fahrvideo ist dieses Jahr, somit geht Ossis RC-Saison bei Ossis RC-Planet natürlich wieder los. Ne? Ich werde mal gucken, dass wir so schöne Fahrvideos machen wie möglich. Auf dieser Wiese sind wir heute das erste Mal. Also ich war hier schon öfters gewesen, aber kein Video. Insgesamt habe ich zwei solche Flächen für mich hier entdeckt. Bei der ist es halt einfach ganz cool. Hier sind nicht so viele Maulwurfshügel. Ne? Ansonsten sieht der Platz eigentlich recht gut aus. Das Gras ist auch noch nicht hoch. Ne? Das heißt, wir können den Marder heute mal schön ausgiebig testen. So Leute, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Das ist überhaupt nicht schön. Da sind die ganzen Zahnräder einfach abgebrochen, Leute. Guckt euch das an. Ich habe schon viel gehabt, ne? Also Getriebeschaden beim Carbonfighter, da sind die Zähne eigentlich nur abgenutzt gewesen. Aber dass die abbrechen können, das kann es nicht sein. Sieht mir auch irgendwie aus wie so eine Gussarbeit hier, ne? Das ist irgendwie reiner Stahl, sieht anders, denke ich mal, aus, ne? Ist halt die Frage, wie kann sowas denn passieren? Ich hatte ja alles eingestellt und ne? Ich hatte mich schon über dieses metallische Geräusch gestört. Okay, das kann aber sein, weil hier die beiden Zahnräder ohne Schmierung laufen. Aber trotz allem frage ich mich, Leute, wie kann sowas passieren? Ne? Wenn man mal sieht, hier habe ich noch einen Zahn gefunden, der lag hier noch im Auto drin. Ja, irgendwie nicht witzig. Tja, müssen wir mal gucken, dass wir da ein neues organisiert kriegen. Ne? Ansonsten hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal wieder mit dem guten FG. Ja, das ist so typisch FG, ne? Mit der Karre ist immer was, da ist immer was. Entweder fehlt da ein Teil oder es wird wieder dran rumgebaut und so, ne? Da steckst du so viel Geld und Zeit und alles rein, ne? Und dann mangelt das an so einem billigen Zahnrad hier. Komisch, kann das vielleicht sein, dass es Metall auf Metall ist? Wie gesagt, Leute, falls ihr da mal eine Idee habt, haut das mal in die Kommentare rein, ne? Vielleicht hättet ihr auch schon sowas gehabt. Ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden den ganzen Kram jetzt zusammenpacken. War trotzdem schön gewesen, hier heute ein bisschen rumzufahren. Ne? Ja, aber so gut. Ne? Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Ja. So, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Channel. Ansonsten reingehauen. Bis dann erstmal. Euer Ossi von Ossis RC Planet. Ciao.